Ich begrüße Sie ganz herzlich und vor allem begrüße ich besonders herzlich Susanne Leeb. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon lange, eigentlich noch aus Kölner Zeiten. Susanne Leeb hat in Köln studiert, hat Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie studiert, ist aber dann schon bald nach Berlin gegangen, war immer im, und ist es vielleicht noch, das weiß ich gar nicht, im Umkreis von Texte zur Kunst tätig, ist seit, hat 2007 ihre Dissertation wurde veröffentlicht unter dem Titel Die Kunst der Anderen. Und im Grunde geht das hier, der Vortrag heute schließt eigentlich daran an. Sie ist seit 4 Jahren in Lüneburg an der Leuphana-Universität Professorin für Kunstwissenschaft. Und es gab im Sommer im Haus der Kulturen der Welt in Berlin eine Ausstellung, die vielleicht manche von Ihnen gesehen haben mögen, die hieß Neolithische Kindheit. Das war eine Ausstellung über Karl Einsteins Theorien und da in dem Zusammenhang gab es ein Symposium und da habe ich einen Vortrag von Susanne Leeb gehört, der mir so gut gefallen hat, dass ich gleich gedacht habe, das wäre der perfekte Auftakt eigentlich für unsere Reihe hier, parallel zum Museum Global. Ein Vortrag, der mitten in die Moderne und in die Kunstkritik der Moderne und hier jetzt überschrieben mit dem schönen Titel Tragische Ermüdung, also diese kulturkritische Situation oder eben in den, die man in den 20er, 30er Jahren in Deutschland, aber überhaupt in Europa eigentlich findet und die zu einem neuen Blick oder überhaupt einen Blick auf außereuropäische Kulturen führt. Und jetzt ist es nicht ganz der Auftakt zu unserer Reihe, weil dazwischen kam eine, wie ich aber jetzt höre, sehr interessante Reise nach Kolumbien über das Goethe-Institut, wo mehrere Vorträge gehalten waren, wo Susanne Leeb gerade wieder zurückkommt. Und insofern freue ich mich aber umso mehr, dass es trotzdem geklappt hat. Und herzlich willkommen und dann übergebe ich das Mikro gerne an dich. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Doris, für die Einladung. Es freut mich sehr, hier Ihnen heute Abend was erzählen zu dürfen und vor allem im Zuge dessen auch die Ausstellung anschauen zu dürfen. Und vielleicht etliche haben von Ihnen die Ausstellung ja jetzt sicher auch gerade gesehen. Und auch in meinem Vortrag geht es um diese ganzen Fragen auch natürlich der Verflechtung, der transkulturellen Verflechtung, aber tatsächlich auch um Konzepte, die auch widerstreitender sind. Und also man vielleicht erstmal als grundsätzliche Einführung kann man eben sagen, dass natürlich eben gleichzeitig zur Ausweitung der Anstrengungen der Imperialmächte, der europäischen Imperialmächte, England, Frankreich, Belgien, USA, aber natürlich auch das Kaiserreich, dass sich diese Ausweitungsprozesse um territoriale Aneignung und Unterwerfung im Sinne des Kolonialismus sich eben auch in der Kunstgeschichte niederschlagen, wenn auch nicht nie reflektiert auf Kunstgeschichte selber, also nicht im Hinblick auf die Frage des Kolonialismus. Aber trotzdem gab es eben in dieser Zeit dann eine extreme Ausweitung des Gegenstandsbereichs der Kunstgeschichte, wie man es vielleicht jetzt auch heute erst wieder sieht, nur natürlich unter völlig anderen Prämissen. Und es gab jedenfalls kaum einen Kunsthistoriker aus dieser Zeit, der seine Kunstbegrifflichkeiten nicht auf die damals eben noch sogenannten ersten Künste oder primitiven Künste oder manchmal auch Vorkünste genannten Artefakte nicht-europäischer Kulturen, seine Begrifflichkeiten anhand dessen irgendwie entwickelt hat. Und das sind also auch völlig beliebige Gegenstände gewesen, je nach Interesse der jeweiligen Kunsthistoriker. Und das reicht eben von tatsächlich Höhlenmalereien über geschnitzte Rentierknochen oder Mokus der Maori oder Totenpfähle oder Masken aus dem Südpazifik. Es geht um Felszeichnungen aus dem subsaharischen Afrika, immer wieder Masken aus unterschiedlichen Regionen Afrikas oder des Südpazifiks. So, also es gab eben diese immense Ausweitung. Und also wenn sich diese frühe Weltkunstgeschichtsschreibung damals eben ein solches breites Bild der Künste der damals sogenannten aller Völker und Zeiten, also man kann sich ja vorstellen, was für ein unmögliches Unterfangen das eigentlich ist, den Anspruch zu stellen, man will die Kunst aller Völker und Zeiten in einem Buch repräsentieren. So war das natürlich damals, also aus heutiger Sicht gesehen, dann doch unter sehr relativ falschen Prämissen, Verallgemeinerungen und Vorurteilen.
Damit stellt sich natürlich einerseits die Frage, das ist ein bisschen, was ich in diesem Buch gezeigt habe. Für mich stellt sich hier in diesem Vortrag so ein bisschen die Gegenseite. Also gab es auch eine konkrete Einmischung derjenigen Personen, die eben deren Künste und Kulturen in diesen Büchern exotisiert wurden oder idealisiert wurden oder primitiviert wurden? Gab es Konzepte, die vielleicht sogar auch geteilt wurden? Oder gab es vielleicht sogar auch gemeinsame Konzepte? Gab es Begriffe oder Konzepte, die transformiert wurden oder gegen die eben auch tatsächlich gestritten wurde? Und im Vergleich zum Beispiel eben zu einer Kunstgeschichte des Kontakts, die oft zu einer Transformation der eigenen Kunstbegrifflichkeiten führen kann, wie Christian Krawagner, der ja auch schon gesprochen hat, in seinem Buch gezeigt hat, ist der Eingangstext, auf den ich mich beziehen werde, von Wilhelm Hausenstein, und das betrifft auch die meisten Kunsthistoriker in dieser Zeit, eher aus einer Situation der Kontaktlosigkeit entstanden. Die Autoren gewannen ihr Wissen eben vornehmlich über ethnografische Studien oder sind in die damaligen sogenannten Völkermuseen gegangen oder haben sich anhand der Museumsfotografie an nicht-europäischen Kulturen interessiert, aber eben tatsächlich kaum Erfahrungen gehabt im sogenannten Kontakt. Diese Weltkunstgeschichten hat es dabei eben vor allem ausgezeichnet, dass sie eben nicht-europäische Künste und Artefakte mehr oder weniger restlos unter die eigenen europäischen Kunstbegrifflichkeiten subsumiert haben. Andererseits allerdings zirkulierten eben diese Bücher und Konzepte, und es gab auch immer wieder Formen des Protests oder der Rückaneignung, der Umwidmung von Begriffen oder auch, auch künstlerische Formen, die das eben transformiert haben. Gegen den europäischen Primitivismus gab es zum Beispiel einen indischen Primitivismus oder einen russischen Neoprimitivismus, wie man hier sehen kann. Oder es gab die Harlem Renaissance der 1920er Jahre, die teilweise auch dezidiert gegen Formen der Aneignung gerichtet waren. 1934 hat einer der prominentesten Dichter der sogenannten Harlem Renaissance, Langston Hughes, ein Gedicht publiziert, Cubes, und zwar in der linken Zeitschrift Masses, der damit eben eine direkte Verbindung zum europäischen Primitivismus zieht. Cubes ist Picasso gewidmet. Das Gedicht greift das rassistische Paris der 1910er Jahre an, den europäischen Primitivismus und den Kolonialismus, und thematisiert die avantgardistischen Praktiken des 20. Jahrhunderts als ein symptomatischer Ausdruck eines zunehmenden Systems von rassistischer und ökonomischer Ausbeutung. Und ich wollte Ihnen das Gedicht erstmal vorlesen. In the days of the broken cubes of Picasso, and in the days of the broken songs of the young men, a little too drunk to sing, and the young women a little too unsure of love to love, I met on the boulevards of Paris an African from Senegal. God knows why the French amuse themselves bringing to Paris Negroes from Senegal. It's the old game of the boss and the bossed. Boss and the bossed, amused and amusing, worked and working. Behind the cubes of black and white, black and white, black and white, but since it's the old game for fun, they give them three old prostitutes of France: liberty, equality, fraternity. And all of them are sick. In spite of the tax to the government and the legal houses and the doctors and the Marseillaise. Of course, the young African from Senegal carries back from Paris a little more disease to spread among the black girls in the palm huts. He brings them as a gift, disease. Muss ich hier weiter? Habe ich sie alleine gelassen? Of course, the young African from Senegal carries back from Paris a little more disease to spread among the black girls in the palm huts. He brings them as a gift, disease, from light to darkness, disease. From the boss to the bossed, disease. From the game of black and white, disease. From the city of broken cubes of Picasso, disease.
Und auch, ich habe das hier so ein bisschen typografisch imitiert, also das ist auch in der Typografie so, dass dieses Disease am Ende so ein bisschen den Kubismus, also die zerbrochene Formensprache imitiert. Ja, hier habe ich das nochmal als ein Layout. Zwischen diesen ersten Weltkunstgeschichten, die ich am Anfang erwähnt habe, und dem Gedicht von Hughes liegt eine ganze Welle und Welt, nicht nur, aber vor allem schwarzer Selbstbestimmung, die von W.E. Du Bois, Souls of Black Folk von 1904, eben über die Harlem Renaissance bis hin zu in Paris gegründeten Bewegung der Negritude führt, die Ende der 1920er Jahre entstanden ist. Negritude, um das hier kurz zu versuchen zu erklären, was eigentlich fast unmöglich ist, ist ein Begriff, der von den Dichtern Aimé Césaire und Léon Damas und Léopold Senghor begründet wurde und weitergetragen wurde. Negritude appelliert an die Bedeutung und Eigenständigkeit afrikanischer und afrodiasporischer Kultur, nachdem die koloniale Herrschaft diese Kultur zu zerstören gesucht hatte bzw. abgestritten hatte, dass Afrika überhaupt über eine eigene Kultur verfügen würde. Und wenn sie das tut, dann sei sie minderwertig. Achille Mbembe beschreibt in seinem Buch Kritik der schwarzen Vernunft, und ich zitiere Mbembe, weil er das ganz gut auf den Punkt bringt, bei Aimé Césaire oder den Dichtern der Negritude etwa ist das Lob der La Race Nègre ein gewaltiger Aufschrei, der von dem vollkommenen Untergang bewahrt werden soll, was zur Bedeutungslosigkeit verdammt war. Dieser Aufschrei, Beschwörung, Ankündigung und Protest bringt den Willen der Sklaven und Kolonisierten zum Ausdruck, die Resignation abzuschütteln und sich selbst Gestalt zu verleihen, sich als freie und souveräne Gemeinschaft zu erschaffen, bevorzugt durch die eigene Arbeit und die eigenen Werke oder sich selbst als den Ursprung, die eigene Gewissheit und die eigene Bestimmung in der Welt zu begreifen. Zitat Ende. Im Zuge des europäischen Primitivismus und den Bewegungen einer kulturellen und auch später politischen Moderne gab es natürlich eben auch eine ganze Reihe von, wie gesagt, Überschneidungen und geteilten Diskursen. Zwei Themen waren dabei besonders relevant. Zum einen war die Frage zentral Ende der 20er Jahre, was eben tatsächlich sehr viele Leute beschäftigt hat, was kann eine politische Gemeinschaft sein, wie kann diese aussehen? Und gemeinsam war auch eine Kritik an den Zerstörungsprozessen des Kapitalismus. Gerade Ende der 1920er Jahre war eben sehr stark von der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise von 1929 geprägt, vom aufkommenden Faschismus, vom Nationalsozialismus, was jetzt nur erstmal drei sehr oberflächliche Stichworte sind, aber für diesen Moment genug. Léopold Senghor, Dichter eben und auch Politiker, Mitbegründer des Konzepts der Negritude, später Präsident des Senegal nach der Unabhängigkeit 1960, der in den 1920er Jahren in Paris eben gelebt hatte, bezweifelte, dass der kapitalistische, individualisierte und mechanisierte Westen seine eigenen Probleme lösen könne, vor allem eben nach der Weltwirtschaftskrise. Im Denken der Negritude, jedenfalls bei Senghor, galt die afrikanische Kultur der Europäischen als überlegen, da sie nämlich ein lebendiger Träger all dessen gewesen sein soll oder ist, was in Europa durch seine geschichtliche Entwicklung verloren gegangen ist. Allerdings, so Senghors Annahme, auch wiedergewonnen werden könnte, sollte diese menschliche Katastrophe einer kalten, mechanischen und mörderischen Zivilisation nicht noch weiter zunehmen. Sowohl in den Kolonien als auch im Westen verstand man die Krise dann auch der Zwischenkriegsjahre als eine metaphysische Krise, als die Krise einer kalten, blutleeren und mechanisierten Zivilisation. Das ist ein relativ gängiger Topos in den 1920er Jahren. Das nahm natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch zu. Und dass Afrika hier eine Lösung parat haben könnte, also Afrika als im Sinne eben einer Lebenskraft, deutet Senghor in einem Gedicht an, das er 1945 geschrieben hatte. Und ich zeige Ihnen heute nur Gedichte, keine Bilder. Hier ist nur ein Ausschnitt
aus diesem Gedicht A Prayer to the Mask. Now turn your immobile eyes towards your children who have been called and who sacrificed their lives like the poor man in his last garment. Let us answer present at the rebirth of the world as white flower cannot rise without the leaven. Who else will teach rhythm to the world, deadened by machines and cannons? Tell me, who will bring back the memory of life to the man of gutter's hopes? They call us men of cotton, coffee, and oil. They call us men of death, but we are men of dance, whose feet get stronger as we pound upon firm ground. Also das erste ist eine Anspielung natürlich auch auf die vielen afrikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und die ihr Leben gelassen haben. Und dann eben Frage, lasst uns antworten, Gegenwart zu dieser Frage der ja, Rebirth of the World nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Senghor versteht Negritude als eine Kraft, die es vermag, eben nicht nur die Kolonisierten, sondern auch die westliche Welt, die eben deadened by machines and cannons, ihren destruktiven Kräften erlegen ist, qua eines neuen Universalismus wiederzubeleben, to bring back to the world the memory of life. Senghor könnte man dabei den deutschen Kunsthistoriker Wilhelm Hausenstein beiseite stellen oder eher gesagt ihm entgegensetzen, der nämlich zu völlig anderen Bedingungen ebenfalls eine Erneuerung der Welt bei ihm aus dem Geist des sogenannten Exotischen und Barbarischen am Horizont der Geschichte aufsteigen sah. Wilhelm Hausenstein ist eine relativ komplexe Person, gelebt hat er von 1882 bis 1857, der Bücher von Giotto bis hin zum Expressionismus schrieb und auch während des Nationalsozialismus aus seinen Ämtern entlassen wurde, da er sich geweigert hatte, die Namen der Künstler, jüdische Namen in seinen Büchern rauszustreichen. Seine Kunstgeschichte von 1927 wurde während der Zeit des Nationalsozialismus eingestampft. Und bis 1919 war er Mitglied der Sozialistischen Partei und hat sich mit drei Büchern eben an diesem massiv sich ausbreitenden Weltkunstdiskurs teilgenommen. Die Bücher heißen einmal Bild und Gemeinschaft, eine Soziologie der Kunst von 1920, Barbaren und Klassiker von 1922 und eben seine Kunstgeschichte. Auch Hausenstein schrieb ein Lob an die Maske, allerdings nicht als solche tituliert, sondern er rekurriert in diesem Buch Barbaren und Klassiker auf zahlreiche Museumsabbildungen von Masken, Körperschmuckformen oder Götterfiguren aus dem damaligen Neumecklenburg, aus Neuguinea vom Kaiserin Augusta-Fluss, aus Benin, den Neuen Hebriden oder Neukaledonien. Also vor allem, wenn auch nicht nur deutsche und französische Kolonien und Schutzgebiete. In den Masken fand er eine, ich zitiere Hausenstein, Wahrheit des Entsetzens, womit er an den Kunsthistoriker Wilhelm Worringer anschließt, der in den primitiven Völkern, im Duktus der damaligen Völkerpsychologie gesprochen, eine sehr lebendige Angst sah gegenüber der unergründlichen Verworrenheit aller Lebenserscheinungen, während der Europäer völlig abgestumpft sei. In Barbaren und Klassiker stellte Hausenstein zwei Kunstprinzipien, eben das Klassische als die große Beruhigung und das Barbarische als die große Beunruhigung einander gegenüber und teilte eigentlich anhand dieser beiden stilistischen Merkmale, so viel vielleicht auch zur folgenreichen Konzept einer formalen Kunstgeschichte, die aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt stammenden, über mehrere hundert Jahrhunderte hinweg verteilten Artefakte gemäß dieser beiden Begriffe ein. Seine Präferenz lag dabei eben deutlich auf dem Barbarischen, das er mit dem Exotischen gleichsetzt, wobei das Barbarische auch ein verlorener europäischer Zustand, aber ein gegenwärtiger afrikanischer Zustand gewesen sein soll. Ich zitiere einen Passus aus Barbaren Klassiker, um zunächst die Unwahrscheinlichkeit zu zeigen, dass Hausenstein auch nur im Entferntesten irgendwas mit dem Konzept der Negritude zu tun haben könnte. Hat es auch nicht, aber es ist auch ein bisschen komplizierter. Also, Hausenstein, O-Ton. Inbegriff exotischer Kunst ist die Natur. Natur ist der Gegenstand, den ein exotischer Künstler ergreift. Natur ist der Antrieb,
aus dem exotische Kunst hervorgebracht wird. Und bei Hausenstein wird eben das Naturhafte im Folgenden sehr stark sexualisiert. Wie man am folgenden Zitat lesen kann: Sie, die Kunst, wird gesät. Sie liegt in warmer, feuchter Furche, geht unter schwerem Regen und bähender Sonne auf, schwillt als Schaft, härtet sich als Baum, als Laub dichtet sie sich, wölbt sich als Kaktee und Kalebasse. So entsteht die Kunst bei exotischen Menschen, die ihrem eigenen Wesen noch nahe sind. Es ist kein Intellekt dabei, keine Rechnung. Geilheit der Kunst, das ist die wirkende Kraft. An Stil und anderen Unsinn spekulativer Zonen einer abgeschwächten Menschheit denkt keiner. Zitat Ende. Und wie Sie jetzt schon vermuten können, ist das eben die tragische Ermüdung, auch ein Zitat von Wilhelm Hausenstein. Diese angebliche primitive Urkunst wird bei Hausenstein eben als ein rein männliches Prinzip gedacht. Es geht um Befruchtung, die dann aufgeht, die einer europäischen Zivilisation entgegengehalten wird, die eben in den Begriffen des Abgeschwächten und Ermüdeten beschrieben wird und mit denen sich bei Hausenstein geradezu ein Ekel vor der eigenen Kultur ausdrückt. Exotische Kunst steht eben bei Hausenstein im Gegensatz zu, ich zitiere ihn nochmal, jenen widerwärtigen, illusionären Bedürfnissen, die in Europa Naturalismus geheißen werden. In der Kunst der Wilden hingegen, so meint er, bleibt die Form ohne Bewusstsein ihrer selbst, Form tritt ein, geschieht, ist einfach da. Weder räumlich noch zeitlich lokalisierbar wird daher dieser natürliche Zustand bei gegen die abgeschwächte Menschheit zur Ontologie hypostasiert. Er schreibt, das Exotische ist das außerhalb Gelegene. Exotik bezeichnet einen Zustand der Menschheit und der Kunst, einen Grad des Daseins. Und im Folgenden geht es mir auch nochmal um diese Formulierung des außerhalb Gelegenen. Hausenstein ist mit solchen Fabulierungen nicht alleine. All dies gehört eben zu einem sehr breiten Diskurs, den nochmal Achille Mbembe in seinem Buch Kritik der schwarzen Vernunft als eine begriffliche Zuschreibung, dann aber auch als eine Verinnerlichung seitens der so beschriebenen anderen analysiert hat. Ein solcher Diskurs würde eine Andersartigkeit in ihrer nacktesten Form produzieren, nämlich eine Menschheit, die aufgrund ihrer tatsächlich Andersartigkeit das Prinzip der Exteriorität repräsentiert, also genau des außerhalb Gelegenen. In Hausensteins Zuschreibung des außerhalb Gelegenen kann man diese Exteriorität wiederfinden, aber auch genau in dieser angeblichen Naturhaftigkeit, in der Bewusstlosigkeit der künstlerischen Formen, der Sexualisierung der Beschreibungen oder der Apostrophierung Geilheit der Kunst. Folgt man Achille Mbembe und beschreibt diese Konstruktion einer radikalen Exteriorität als Teil eines rassistischen, in diesem Fall Kunstdiskurses, irritiert allerdings, dass es zumindest eine Parallele zu Senghor gibt, wobei natürlich Senghor auf Begriffe wie barbarisch oder genau natürlich auf diese Form von Naturalisierung oder Instinkthaftigkeit verzichtet. Aber auch Senghor unterschied zwischen einer westlichen imitativen Kunst, den Illusionismus, den Hausenstein so widerwärtig fand, und einer afrikanischen Kunst, die nicht nur sozial, sondern eben auch vital sei. Auch die Negritude zeichnet sich durch einen, wie ein Forscher bemerkt hat, Abiola Irele, durch einen vitalistischen Hyperromantizismus aus. Eine durch eine Vision, und ich zitiere auf Englisch, a vision of restitution to the wholeness of experienced, promised by a reconnection to the life-enhancing values of an ideal Africa. Also es geht um die Erfahrung einer Ganzheit und die Wiederverbindung mit einer lebensbefördernden Kraft oder lebensbefördernden Werte eines idealen Afrikas. Wie ich aber zeigen möchte, gehen diese Autoren, selbst wenn sie wenn es einen gemeinsamen, auch vitalistischen Grundzug gibt, von einem doch komplett gegenteiligen Modell von Geschichtlichkeit aus und auch von einem anderen Konzept von Gemeinschaft. Die Frage, eine der Hauptmotivationen für die Suche nach einem Anderswo der Kunst
war in den 1920er Jahren eben der von vielen Seiten beklagte Verlust einer Gemeinschaft, die als Folge des Ersten Weltkrieges, aber meistens eben generalisierter als das, was später als die Entzauberung der Moderne genannt wurde, verstanden wurde. Also da sind alle Übel der Moderne dabei, Industrialisierung, Technisierung, Säkularisierung. Europäisch sein heißt durch das Tempo verderben, den wahren Zustand umbringen, so nochmal Hausenstein. Und dennoch war es die große Frage in dieser Zeit, und zwar nicht nur für Hausenstein, sondern auch für viele weitere Kunsthistoriker, Soziologen, Theoretiker, wie zum Beispiel für Karl Einstein oder auch für den Philosophen Georges Bataille. Wenn eine Gesellschaft nur noch vom wissenschaftlichen Geist und Individualismus getragen wird, welche Elemente können dann überhaupt noch die Integrität des Gemeinschaftlichen garantieren? Das war die große Frage. Es gibt ein Buch von 1923 von Oskar Bayer, der auch zu diesem Weltkunstdiskurs gehört, Weltkunst von der Umwertung der Kunstgeschichte, der eine neue Gemeinschaftskunst vorschlägt, ausgehend von der Volkskultur. Und vielleicht als Klammer, was eigentlich ganz interessant ist, gibt in den 60er Jahren eine Debatte, wo genau das Folkloristische gegen das Volkskulturelle extrem abgegrenzt wurde, weil man natürlich versucht hatte, das Volkshafte im Sinne auch eines weltweiten Proletariats auch als treibende geschichtliche Kraft zu verstehen, während das Folkloristische natürlich quasi das ist, was die Kulturen auf eine sogenannte Tradition festschreibt. Aber die Debatte geht dann eben in den 60er Jahren tatsächlich auch noch weiter. Genau, Oskar Bayer plädierte eben dafür, dass es eine künstlerische Weltgemeinschaft geben muss, in der die Volkskultur eine wichtige Rolle spielt. Und er plädiert eben dafür, in eine lebendige Beziehung zu all jenen Kunstprovinzen zu treten, die außerhalb des westlichen Erdteils existieren. Also da haben wir wieder das Außerhalb, gegen das diese Ausstellung hier auch anarbeitet. Also hier findet sie, genau, diese Völkerkunst wird auch bei ihm gegen eine Zivilisation gehalten, die eben wie die europäische auf Egoismus, Macht und Bildungsstreben gerichtet sei. Die Figur einer Kritik an der eigenen Kultur wird eben, dann die Lösung wird eben gefunden oder projiziert auf eine andere Kultur, was eben tatsächlich ein sehr starker Topos dieser Zeit ist. Bayer warnte zum Beispiel eben so davor, dass man doch aufpassen sollte, nicht alles, was von sogenannten wesensfremden Völkern, also auch hier gibt es wieder die Feststellung einer Andersartigkeit, einer wesenhaften Andersartigkeit, dass man nicht alles, was von diesen Kulturen geschnitzt und gebaut wurde, nur als die Ausgeburten ungezügelter, dumpfer Triebe und grotesk abscheulicher Fantasie werten solle. Und an so einem Zitat sehen Sie vielleicht auch, also wogegen sich die Autoren auflehnten und was offensichtlich auch das gängige Vorurteil der Zeit war, nämlich genau diese Künste nicht-europäischer Kulturen als eben eine solche Ausgeburt der dunklen Triebe, ungezügelter, dumpfer Triebe zu begreifen oder grotesk abscheulicher Fantasien. Auch Bayer zum Beispiel schrieb gegen einen zunehmenden Rassismus in Deutschland an, den er vor allem bei seinen kunsthistorischen Kollegen feststellte, die eben versuchten, die Kunst zu germanisieren und dort eben auch die Öffnung auf eine nicht-europäische Kultur auch als eine Möglichkeit sah, gegen den Rassismus seiner eigenen Zeit etwas dem entgegenzusetzen. Bayer partizipiert allerdings dann doch eher auch unwillkürlich an einem anderen rassistischen Diskurs, der zwar nicht der einer deutschen Blutsgemeinschaft war, der aber anderen, nämlich nicht-europäischen Kulturen, ein instinkthaftes und naturhaftes Handeln zuschrieb. Solche Topoi des Natürlichen verdanken sich dabei, oder des Natürlichen und Instinkthaften verdanken sich, oder ja, verundanken sich, müsste man eher sagen, den rasseanthropologischen Schriften des Graf Gomineau, der eben vor allem mit seinen Schriften ja, eine Grundlage für den modernen Rassismus geliefert hat. Bayer wiederum hat sich direkt auf Wilhelm Hausenstein bezogen, vor allem auf dieses Buch Bild und Gemeinschaft, und da taucht wieder die Frage auf, wie eine Gemeinschaft überhaupt aussehen könnte. Und beiden ist eben gemeinsam, dass sie das Denken einer Gemeinschaft an die Vorstellung von primitiven und vitalen Lebensformen knüpfen,
deren Ausdruck eben vor allem anonyme und handwerkliche Künste sind. So hielt Hausenstein der modernen Arbeitsteilung in der entfremdeten Industrialisierung und der Säkularisierung einen urdemokratischen, kollektivistischen Arbeitsrhythmus entgegen, der sich vor allem im Ornament niederschlagen soll und die Gemeinschaft zusammenhält. Das Ornament wird eben ausgeübt, gilt ihm als eine, wie er sagt, kollektivistische Befestigung der Verhältnisse. Also hier gab es noch die Idee, wie ein Gemeinschaftsverlust über einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus wiederhergestellt werden könnte. Also es gibt noch eine Sinnstiftung durch eine gemeinsame Tätigkeit, auch wenn er dabei natürlich vor allem zum Beispiel den Ruderschlag von Booten im Blick hatte. Also eben tatsächlich auch Arbeitsformen, die jetzt nicht gerade der Fließbandarbeit der modernen Industrialisierung entsprach. In seinem späteren Buch wird er also, während Hausenstein, er sah da eben noch eine Möglichkeit, zumindest auch als Projektion, wird er dann später immer kulturpessimistischer. In seinem späteren Buch in der Kunstgeschichte kommen bei ihm dann auch sämtliche Primitivismen schlecht weg. Denn er sagt, im Vergleich zu einer dann wieder originären Ausdruckskraft verrate die unleugbare Schönheit der Bilder eines Gauguins auch in den buntesten leidenschaftlichen Monumenten eine tiefe europäische Mattheit, eine tragische Ermüdung. Während Europa untergeht, sah er dabei den Aufstieg Afrikas. Indizien waren für ihn, dass die Regimenter im Ersten Weltkrieg gemischt waren, also dass einem Miteinanderkämpfen oder vor allem die Verpflichtung oder den Zugriff der Franzosen vor allem eben auf ihre Kolonien und Einsacken von letztlich Kanonenfutter unter Vernachlässigung eben der kolonialen Bedingungen, unter denen Frankreich seine Soldaten ausbeutete. Weitere Anzeichen sah Hausenstein in den USA, wo Afroamerikanerinnen anfangen würden, in den Apparat der bürgerlichen Öffentlichkeit einzugreifen. Und was ich anfangs erwähnt habe, die Parallelität der Harlem Renaissance zu solchen Büchern, da sieht man eben sehr stark, dass Hausenstein tatsächlich durchaus, obwohl man ja denken könnte, der lebt vielleicht in einem sehr anderen Jahrhundert, durchaus extrem mitbekommen hat, was an anderen Orten lief und auch welche Widerstandsbewegungen und Selbstbestimmungsbewegungen es auch gab. Er nennt auch die Verleihung des Prix Goncourt, eines der höchsten Literaturpreises, an René Marin und dessen Roman von Bataula. Also René Marin ist der erste schwarze Schriftsteller, der einen Prix Goncourt jemals bekommen hat. Und aus all diesen Anzeichen, also diesen Aufständen und deutlichen Zeichen, dass eben tatsächlich auch Afroamerikanerinnen mitbestimmen, schließt er eben, ich zitiere ihn nochmal, wir sind müde bis zur Erschöpfung. Es mag sein, dass wir am Ende eines Turnus sind, bei den Assyrern begann, und dass wir nun in Kunst, wie im allgemeinen Geschehen, Schicksale von den gelben und schwarzen Rassen zu erwarten haben, die in Jahrhunderten und Jahrtausenden ausgeruht sind. Und man fragt sich natürlich, wenn man solche Zitate liest, wie kommen die auf diese Ideen? Wie kommt man zu dieser Idee, dass es Kulturen gibt, die jahrhundertelang ausgeruht seien, dass es einen Zyklus gibt, der bei den Assyrern beginnt und nun zu einem Ende kommt? Also welche Geschichtsmodelle liegen eigentlich solchen Fantasien oder solchen Formulierungen zugrunde? Das Moment des Tragischen dabei, als ein Teil seiner Diagnose der tragischen Ermüdung, ist dabei tatsächlich ein Grundzug der damaligen Soziologie. Schon Ferdinand Tönnies sprach in seinem Buch Gemeinschaft und Gesellschaft von 1887 von dem tragischen Selbstzerstörungsprozess moderner Gesellschaften. Verantwortlich machte er dafür die anthropologische Überforderung des Menschen durch den immer radikaler sich durchsetzenden Abstraktionsprozess der modernen Gesellschaft. Der Soziologe Georg Simmel wiederum widmete diesem Begriff oder diesem Phänomen ein ganzes Buch, nämlich Begriff und die Tragödie der Kultur. Tragödie der Kultur verstand Simmel als eine selbstzerstörerische Kraft,
der durch einer durch übermäßige Spezialisierung und Verfeinerung gekennzeichneten Kultur, deren Eigendynamik nicht mehr in das eigene Leben integriert werden kann und in letzter Konsequenz eben selbstzerstörerisch auf die eigene Kultur zurückwirkt. Das Tragische daran ist eben diese schicksalhafte Dimension, also eine gewisse Unentrinnbarkeit, die für Simmel auch ein ontologisches Faktum war. Er sagte, es geht um eine gegen ein Wesen gerichtete, vernichtende Kraft aus den tiefsten Schichten eben dieses Wesen selbst. Es sei die logische Entwicklung einer Struktur, mit der das Wesen seine eigene Positivität aufgebaut hat. Bei Hausenstein führt diese Dimension der Unentrinnbarkeit dann eben geradewegs in die Ihnen vorgetragene Kulturdepression. Dieser Topos der Erschöpfung wiederum halt vor allem seit Oswald Spenglers Buch Untergang des Abendlandes durch die damalige Kulturkritik. Der Kulturtheoretiker Anson Rabinbach hat in einem sehr interessanten Buch The Human Motor, Energy, Fatigue and the Origins of Modernity gezeigt, warum dieser Diskurs überhaupt so virulent werden konnte, eben dieser Diskurs der Erschöpfung. Denn wenn Arbeitskraft, und hier sind wir wieder mitten in der Moderne, zur wichtigsten Ressource etabliert wurde, eigentlich bis heute, wurde eben die Erschöpfung und die Müdigkeit der Arbeitskraft zur größten Bedrohung. Erschöpfung, so Rabinbach, war die beständige Bedrohung der Fortschrittsidee, die große Angst des kapitalistischen Zeitalters. Entsprechend wurden um 1900 auch zahlreiche Erschöpfungszustände diagnostiziert, Muskelschwäche, nervöse oder geistige Erschöpfung, Willensschwäche oder Neurasthenie. Alles quasi Krankheiten oder Aspekte einer Pathologie der Moderne, die man sogar bis in heutige Diskurse über Depression und Kapitalismus fortsetzen könnte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch vielleicht kennt, von Anton Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst, Depression und Gesellschaft, in der er eben eine Überforderung des Einzelnen von den neoliberalen Freiheitsversprechen, eine Erschöpfung von den unerschöpfbaren Möglichkeiten und den ja angeblich der zu großen Wahlfreiheit im heutigen Zeitalter diagnostiziert. Also letztlich geht er davon aus, dass diese Illusion der grenzenlosen Möglichkeit einer individuellen Handlungsfähigkeit sich umkehrt in eine Unentschlossenheit, Gehemmtheit und Handlungsunfähigkeit. Also nur um vielleicht nochmal so eine Fortsetzung. Es sind tatsächlich heutige Zeiten auch dieser Diagnose und wir leben immer noch im Zeitalter der Arbeitskraft. Also so ganz weit entfernt ist das nicht. Aber gut, zurück zu den 20er Jahren. In dem Geschichte überhaupt erst mit Produktivkraft gleichgesetzt wurde, beziehungsweise Produktivität als Motor der Geschichte galt, musste eben die Erschöpfung dieser Produktivkraft auch mit dem Ende der Geschichte gleichgesetzt werden. Und das war dann eben bei Oswald Spengler der Fall. Hausensteins Vorstellung von einer eben im intakten Urrhythmus noch arbeitenden Gemeinschaft partizipiert ebenso an dieser Vorstellung wie diejenigen, die eine neue Lebenskraft im Blut anderer Völker vermuteten, die eben noch unverbraucht waren, während die europäische Lebenskraft eben zu Ende gegangen sei. Vor dem Hintergrund der kolonialen Ausbeutung von Arbeitskraft ließ sich die Annahme, es würde sich um ausgeruhte Völker handeln, natürlich als extrem absurd. Die Diagnose verdankte Hausenstein allerdings einem organizistischen Geschichtsmodell, nachdem eben die Krise einer sozialen Form, eben wie der Produktivkraft, gleich den Untergang der gesamten Gesellschaft bedeuten musste. Und es insofern auch überhaupt gar keinen Denkraum gab, soziale Formen auch im Einzelnen zu verändern. Also es ist tatsächlich immer das große Ganze. Und daher natürlich auch diese extreme Depression und die Schicksalhaftigkeit, die noch nicht mal zulassen konnte, dass man in irgendeiner Form über andere Formen, über Kritik, über andere Lebensweisen, über Alternativen nachdenken konnte, weil tatsächlich dieses Geschichtsbild so ganzheitlich war, dass tatsächlich nur eben der Ausweg in den Untergang blieb.
Diese rückwärtsgewandten und externalisierten Utopien oder auch Dystopien sind insofern, könnte man sagen, die enthistorisierte Perspektive einer, ja, und auch apolitische Perspektive, die sich eben eine Kulturdepression verwandelt hat. Für Hausenstein, und das ist dann eben seine eigene tragische Wende, blieb am Ende nur noch die Religion. So schrieb, kommt Religion, so wird sie am ehesten die Probleme lösen. So, das war sein Vorschlag oder seine, ja, der einzige Ausweg, den er dann noch gesehen hat, also zurück ins Metaphysische. Mit dem Kunsthistoriker Karl Einstein wird eine solche Projektion auf andere Kulturen als Klassenfrage analysierbar und auch eine Projektion, wie sie eben Oswald Spengler formuliert hatte und auch Wilhelm Hausenstein. Nämlich die damalige Wendung zu einer Volkskultur wertet Einstein als die Fantasie einer aufsteigenden bürgerlichen Schicht, die sich dem all dem zuwandte, was von einer gebildeten Kaste noch nicht ausgebeutet wurde. So schreibt er, während die Klassizisten vom archäologischen Heimweh geplagt waren, primitivierten die Revolutionäre. Und damit spielt er eben darauf an, dass die eben Klassizisten, die sich eben dann dem antiken Griechenland zuwandten, der großen klassischen, den großen klassischen Kulturen, den antiken Hochkulturen, dass das eben diese bürgerliche Schicht war, während die Revolutionäre, wie zum Beispiel Wilhelm Hausenstein, andere Sozialisten, aber auch letztlich auch teilweise der europäischen Avantgarde, primitivierten. Also zurück zu einer gemeinschaftlichen Urkultur oder zu einer einfacheren Lebensform zurück wollten. Karl Einstein hatte auch den Verlust des Gemeinschaftlichen konstatiert und auch schon damals einen Effekt des Liberalismus kritisiert und eben auch den, ja, auch den Liberalismus als ein Prinzip einer zersetzenden Individuierung beschrieben. Dies formuliert er vor allem in einem Buch, Fabrikation der Fiktionen, ein Buch, was er 1930 im Pariser Exil schrieb, wohin er eben vor den Nationalsozialisten geflüchtet war. Fabrikation der Fiktionen ist ein, ja, könnte man so charakterisieren, als ein sehr wirklich atemloses Werk, das auf über 400 Seiten vor allem ein Thema variiert, nämlich die große Täuschung der Kunst, in einer liberalen Gesellschaft überhaupt noch irgendwas bewirken zu können. Und sogar im Gegenteil, durch ihren radikalen Individualismus die reaktionärsten Kräfte innerhalb der Gesellschaft auch noch stützt. Es sind eben gerade diese Primitivismen, die er als bloße intellektuelle Ausflüchte beschreibt. Und ein Zitat von ihm, die Primitivierung weist Flucht aus dem aktuell Komplexen. Und weiter, auch nochmal, um diesen Sprachduktus von Karl Einstein vielleicht Ihnen noch ein bisschen näher zu bringen, der auch sehr, ja, sehr drastisch ist, also Karl Einstein im O-Ton. Faktisch hatte man urarchaische Erbschaft mobilisiert und befriedigte die reaktionären Instinkte. Der eine fütterte sich mit Neuguinea, der andere war Pythia, also jene Priesterin, die in anderen Bewusstseinszuständen Prophezeiungen verkündet, und der dritte schwamm ins Paläolithikum. Einstein fand auf die Frage, wie diese, ja, letztlich wie dieser Riss oder diese Krise in den 1920er Jahren eigentlich zu kitten sei, keine wirkliche Antwort. Er hat eigentlich tatsächlich nur diese Flucht in einen Primitivismus oder eine Projektion auf andere Kulturen als den Effekt eben einer, ja, spezifischen Zeit diagnostiziert, nämlich der Mythos, der Ausdruck einst magischer Kollektive gewesen war, soll nun im technischen Zeitalter die Individuen retten. Also es geht immer nur um diese Rückwärtsprojektion. Der Mythos, der das Gemeinschaftliche verbürgen soll, erweist sich aber dann in der modernen Zeit genau als Funktion eines Individualismus, weil nur die einzelnen Künstler eben diese Projektion auf andere Kulturen machen, aber natürlich selber nicht in eine Gemeinschaft eintreten wollen. Also letztlich will man mit der Lösung,
Also verfällt man in ein Problem zurück, was man eigentlich beheben will. Es mag vielleicht banal erscheinen, aber was eigentlich wichtig ist, ist an dieser Frage, und das betrifft ja auch aktuelle Fragen auch von Kunstproduktion, aber auch von Kunstkritik, wie eigentlich eine gesellschaftliche Krisendiagnose gestellt wird. Weil sehr viele der Begriffe, die jetzt auch aufgetaucht sind, sind ja auch durchaus aktuell. Ich sage nur Zerstörungsprozess des Kapitalismus. Man könnte natürlich etwas salopp in Bezug auf Adorno sagen, also wenn das Ganze das Falsche ist, bleibt bei ihm nur Kunst als Negativität, als utopische Negativität. Oder wie bei Hausenstein als eben dieses Außerhalb. Beides ist aber eigentlich nicht wirklich erreichbar oder nicht wieder in die Gesellschaft integrierbar. Utopie bei dem einen, Außerhalb bei dem anderen. Insofern denke ich, ist entscheidend, wie die jeweilige Diagnose ausfällt, was eine Krise am Ende letztlich ausmachen soll und in welchen historischen Bögen, mit welcher Zwangsläufigkeit man eigentlich die eigene Krisendiagnose stellt und auch mit welchen geschichts- oder gesellschaftlichen oder auch ökonomietheoretischen Prämissen man sie analysiert. Einstein hatte eben solche Diagnosen auch der großen Krise an gesellschaftliche Herrschaft gekoppelt und gerade im Hinblick auf Spengler, dem schrieb er eben zu, dass diese ganzen Untergangsmodelle eben eigentlich letztlich nur das Untergangsmodell einer bürgerlichen Schicht sei, die sich eben mit der beginnenden kapitalistischen Krise in ihrer Existenz bedroht sah, also die eben genau ihre eigene Großfabrikanten und so weiter, die eben vielleicht genau durch die Weltwirtschaftskrise extreme Verluste gemacht hatten. Flink, und ich zitiere Einstein nochmal, der hiermit eben über Oswald Spengler spricht. Flink bewies ein dienstbeflissener Professor, dass die Krise der herrschenden Gruppen den Untergang des Okzidents gründe. Spengler, der Stipendiat der Schwerindustrie, konstruierte eine metaphysische Morphologie, worin beliebige geschichtliche Prozesse umgebogen werden. Schnell war die Faillite der Geschäftemacher, also das Scheitern der Geschäftemacher, zu einer papiernen Apokalypse aufgedonnert. Wir erwähnen noch einen anderen Versuch der Distanzierung, die Flucht ins Exotische. Genau, jetzt flüchtet man ins Uraltindische und predigt weltferne Kontemplationen. Nun borgt man die letzten Buschmänner an. Unbedenklich band man die Exotik in die alten abendländischen Kategorien. Bei all dieser Diagnose, also Karl Einstein versucht eben halt tatsächlich dieses Konzept des Tragischen und auch des Untergangs des Abendlandes eben tatsächlich als nur eine Krisendiagnose einer herrschenden Klasse zu diagnostizieren. Gut, jetzt habe ich immer noch tatsächlich noch nicht die Frage beantwortet, die ich am Eingang gestellt habe, welche Form von Gegenreden gibt es eben eigentlich gegen diese Projektionen, die eben halt diese Exteriorität permanent reproduzierten. Und damit komme ich nochmal zurück zum Konzept der Negritude. Also Negritude ist in sich auch ein, vielleicht könnte man in der Diskussion noch länger darauf eingehen, aber auch ein umstrittenes Konzept und war bei seinen Begründern Aimé Césaire, Léon Damas und Leopold Senghor bereits jeweils sehr anders gedacht. Es war eben sowohl ein poetisches Verfahren, aber eben auch ein philosophisches Konzept. Es wurde später zu einer staatstragenden Idee oder bei Senghor auch zu einem staatskulturpolitischen Programm. Es war dabei tatsächlich immer von Anfang an auch die Frage und auch umstritten, genau hinsichtlich der Frage, inwieweit der Rekurs auf ein vorkoloniales Afrika, auf eine sogenannte afrikanische Tiefenzeit und auf ein afrikanisches Erbe, auf das Konzept einer verlorenen Kindheit, wie bei Senghor, oder das Beharren auf einer im Wesentlichen eigenständigen afrikanischen Kultur als Theorie und Praxis geeignet war, um mit dem Kolonialismus und dessen Erbe radikal zu brechen. Und vielleicht sehen Sie jetzt tatsächlich schon so ein paar Parallelen. Also auch da ist die Frage einer wesentlichen Eigenständigkeit, was vorher die wesentliche Andersheit war,
Es geht auch letztlich um die Projektion auf ein vorkoloniales Afrika, auf eine lange Geschichte. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, während das eine, ich will nicht sagen im Dienst des Kolonialismus, sicher nicht, also Hausenstein hat sich sehr stark gegen den Kolonialismus gestellt, aber hat natürlich überhaupt keinerlei Kontakt und hat diese freien Fantasien auf Afrika, ob man eben mit ähnlichen historischen Konzepten dahin kommt, tatsächlich mit dem Kolonialismus und dem Erbe zu brechen. René de Pestre, das ist ein haitianischer Dichter und kommunistischer Aktivist, hat zwei Pole der Negritude in einem Artikel von 1968 ganz gut profiliert. Und er schreibt, in ihrem legitimsten Sinn sei die Negritude die Entwicklung des Bewusstseins, dass das schwarze Proletariat, und auch in den Begrifflichkeiten merkt man natürlich den Geist von 68, einer doppelten Entfremdung unterliegt. Nämlich einerseits sind sie gezwungen, das schwarze Proletariat ist gezwungen, seine Arbeitskraft auf dem kapitalistischen Markt zu verkaufen. Und andererseits entfremdet durch das schwarze Pigment, ein Zitat von de Pestre, entfremdet ihn in einer, Zitat, epidermischen Singularität. Die Negritude sei eben dann das Bewusstsein von dieser doppelten Entfremdung und eben der notwendige Schritt, darauf müsste der notwendige Schritt gezogen werden, diese doppelte Entfremdung eben in einer revolutionären Praxis zu überwinden. Bei nur die Mystifikateure, so de Pestre, und daran spielt er auf Senghor an, würden eben glauben, Negritude hätte irgendwas mit Wesenhaftigkeit zu tun. Franz Fanon hat später pointiert, ich lese das nochmal auf Englisch vor, there is nothing ontological about segregation. Also es gibt nichts Wesenhaftes an jeder Form von Segregation und Rassenteilung. Andererseits kommt hier eben nochmal die Frage der Gemeinschaft, nämlich auf andere Weise ins Spiel, nämlich ging es den Dichtern der Negritude natürlich und hier nochmal Membe darum, sich eben als den eigenen Ursprung, die eigene Gewissheit und die eigene Bestimmung der Welt zu begreifen und natürlich tatsächlich so etwas wie eine Gemeinschaft zu stiften. Aber wie sieht diese Gemeinschaft aus? Membe hat das nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es war nämlich eine Gemeinschaft, die durch Geschichte der Sklaverei und der Kolonisierung radikal zerspalten war. Und allein diese Form einer Gemeinschaftsstiftung war eben der Versuch, ihr über Zeit, Raum und Zerfall hin weitreichende Kontinuität zu geben. Daher eben der Appell an ein vorkoloniales Afrika, auf eine Tiefenzeit, was aber eben nicht in irgendeiner Form mit einer Blutsgemeinschaft oder andersartigen Gemeinschaft zu tun hat, auch nicht mit einer romantisierten Gemeinschaft im gleichen Rhythmus des Arbeitstaktes, sondern eben eine Gemeinschaft, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie eben zerspalten war, dass sie Gewalterfahrungen erlitten hat, dass sie eben ja, durch die Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei hindurchgegangen ist. Statt also wie europäische vitalistische Fantasien sich eine Erneuerung durch andere Kulturen zu erhoffen, wurde dieser Vitalismus, der Negritude nun wiederum, aus einer geschichtlichen Situation herausgeschrieben, die eine Antwort auf die Reduktion der schwarzen Menschheit in ein mehr oder weniger lebloses oder eben ja, lebloses Produktionsmittel war, wo eben tatsächlich eben die Arbeitskraft so ausgebeutet wurde, dass am Ende eben nur noch der Tod übrig blieb, wie auf den ja, tatsächlich Plantagen geschehen oder auch letztlich die Ausbeutung der Arbeitskraft in den Zwangslagern zur Zeit des Kolonialismus. Es gibt also hier zwei sehr unterschiedliche Formen, Leben zu verstehen. Man könnte, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Sprung, aber vielleicht um das nochmal etwas drastischer zu machen, gerade vitalistische Fantasien waren ja auch ein sehr starkes Motiv oder war natürlich ein wichtiges Moment im Nationalsozialismus, ein nationalsozialistischer Vitalismus, für die ein jegliches gebrochenes oder beschädigtes Leben schon von vornherein ein totgeweihtes Leben war, was insofern eben auch getötet werden konnte. Wenn es darum ging, aber genau das Leben zu affirmieren, ging es eben nicht darum, bei der Negritude
Bewegung wiederum ging es natürlich nicht darum, ausschließlich die positiven und gesunden Kräfte zu affirmieren, sondern genau diese Erfahrung der Unterdrückung und der Gewalterfahrung. Es geht also um die Behauptung eines Lebens trotz Enteignung und Rassismen, trotz jahrhundertelanger Geschichte von Entmenschlichungen im Zuge von Sklaverei und Kolonialismus. Also insofern, ja, also handelt es sich tatsächlich eben um sehr zwei andere Geschichtskonzepte, obwohl man eben anfänglich denken könnte, es würde sich um ähnliche Begrifflichkeiten handeln. Teilweise waren auch Autoren dieselben, ist es eben aus einer komplett anderen historischen Situation und aus einer anderen Haltung und auch einer, auch letztlich einer anderen Klassenposition herausgeschrieben. Ich möchte zum Schluss, und Sie haben ja bis jetzt gut durchgesessen, noch auf einen dritten Autor eingehen, auf den ich noch zum Schluss zu sprechen kommen möchte, weil er noch mal einen ganz anderen Vorschlag eines zeitgenössischen Primitivismus macht, der wiederum auch eine Gemeinschaft stiftet, die aber weder diese Gemeinschaft einer tatsächlich über Jahrhunderte zerstreuten afrikanischen und afrodiasporischen Kultur war, noch eben diese mythische, in eine ferne Vergangenheit projizierte Vorstellung einer traditionellen, noch intakten Gesellschaft. Es geht um den Schriftsteller Claude McKay. Claude McKay war auch Teil dieser Pariser Gruppe der 1920er, frühen 30er Jahre. Die hatten sich dort alle in einem Salon getroffen, wo eben Schriftsteller, Musiker, Intellektuelle sich regelmäßig zum Austausch getroffen hatten. Claude McKay war eben auch sehr stark mit der Harlem-Renaissance verbunden, kommt ursprünglich aus Jamaika und ist dann aber in die USA ausgewandert und hat dort sich nach seinen Erfahrungen mit einem massiven Rassismus in den USA, hat sich transformiert zu einem kommunistischen Anarchisten oder wie ein Literaturwissenschaftler Joel Nichols ihn bezeichnet hat, zu einem antikommunistischen Kommunisten, weil er sich nie der Partei angeschlossen hatte, weil er immer die Gefahr sah, dass eine Partei zu zentralistisch organisiert sein könnte und auch den Gefahren des Autoritarismus kaum entgehen kann. Also daher also dieses antikommunistische Kommunismus. Er hat eben einen Roman geschrieben, Banjo, A Story Without a Plot. Den kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Das ist ein Buch, in dem sich Hafenarbeiter in Marseille zu einer neu anderen Form von Gemeinschaft, nämlich der Weltgemeinschaft der Enteigneten, verbinden. Diese Weltgemeinschaft unterscheidet sich also sehr deutlich von bisherigen Entwürfen künstlerischer Weltgemeinschaften. Es ist eine Gruppe von jungen Männern, die sich in dem Hafen von Marseille und vor allem im Rotlichtviertel herumtreiben. Und wer die sind, lässt sich am besten aus dem Roman selbst erfahren. Das ist hier quasi die Beschreibung der Gruppe. They were all on the beach and there were many others besides them. White men, brown men, black men. Finns, Poles, Italians, Slavs. Moment, Tippfehler hier. Maltese, Indian, Negroids, African Negroes, West Indian Negroes, deportees from America for violation of the United States immigration laws, afraid and ashamed to go back to their own lands, all dumped down in the great provincial port, bumming a day's work, a meal, a drink, existing from hand to mouth, anyhow, anyway, between boxcar, tramp ship, bistro and bordel. Banjo ist der Protagonist des Romans und er hat, wie der Name verrät, eben ein Banjo, mit dem er und The Boys durch die Bars von Marseille ziehen. Das Bild, das Claude McKay in einer Passage in seinem Roman evoziert, und zwar mit der Beschreibung von Musik- und Tanzabenden, ist das einer spontanen Selbsthervorbringung eben dieser zersprengten, situativ sich zusammenden Gemeinschaft der eben, ja, wie sagt man, staatenlosen, nicht anerkannten,
also nicht Flüchtlinge sind es nicht, aber genau, Asyl nicht anerkannten Personen, die eben alle irgendeiner Weise in Marseille gestrandet sind. Und diese Tanzszene, die lese ich Ihnen auch nochmal vor, also was da passiert oder wie er das beschreibt. Play that thing. One movement of the thousand movements of the eternal life flow. Shake that thing. In the face of the shadow of death, treacherous hand of murderous death, lurking in sinister alleys where the shadows of life dance, nevertheless, to the music of life. Death over there, life over here, shake down death and forgot his commerce, his purpose, his haunting presence in a great shaky orgy. Jungle jazzing, orient wiggling, civilized stepping, shake that thing. Sweet dancing of primitive joy, perverse pleasure, prostitute ways, many-colored variations of the rhythm, savage, barbaric, refined. Eternal rhythm of the mysterious, magical, magnificent, the dance of divine, the dance divine of life. Oh, shake that thing. In dieser kurzen Passage treffen Sie eben hier wieder auf etliche Begriffe, die jetzt schon mehrmals gefallen sind. Primitive, life flow, Lebenskraft, savage, barbaric, magical, dance. Das kam am Anfang in dem Gedicht von Senghor stark vor. Ne? Wir tanzen. Unsere Lebenskraft ist, steigert sich im Tanz. Genau, aber auch diese Form von Sexualisierung gegen diese Geilheit der Kunst bei Hausenstein hier, der Genuss der perverse pleasures, die dann, ja, werden sie im Roman genauer beschrieben? Jein. Genau. Die Gemeinschaft, und darauf kommt es jetzt hier an, ist eben tatsächlich das Bild einer nur situativen Gemeinschaft, die eben zusammenfindet in einem komplett hybriden Bild aller möglichen Tanzformen unterschiedlichster sozialer und geografischer Kontexte. Das Urzeitliche oder das Primitive ist eben dabei nichts, was eben dieser Gruppe äußerlich ist, sondern was allererst eben durch eine globale kapitalistische Gesellschaft hervorgebracht wird. Das ist ein aktueller Tanzmodus, primitive, barbaric, magical, also alles fließt hier zusammen, aber eben in einer Existenz, die eben nicht irgendwann mal barbarisch oder primitiv war, sondern eben, wenn dann so wurde, weil sie eben alle in diesem Marseille zusammengekommen sind und hier gestrandet sind und eben doch versuchten haben, diesem Leben dann noch etwas abzugewinnen. Dass McKays Roman dabei eben auch sehr dezidiert gegen eine Form des europäischen Primitivismus und seine Sehnsüchte und auch sexualisierten Sehnsüchte gerichtet war, geht aus anderen Szenen aus dem Roman hervor, in dem Claude McKay seine eigenen Erfahrungen in Paris, nämlich er musste aus Geldnot, war er für den surrealistischen Maler André Lhote, hat er als Modell posiert. Und er hat eben diese Erfahrungen verarbeitet. In dem Roman ist es der haitianische Schriftsteller Ray, mit dem sich Benjo am Ende anfreundet, der den Boys von seinen Erfahrungen als Modell in Paris der 1920er Jahre erzählt, wo er an der Kunstakademie vor allem für weiße britische und amerikanische Kunststudentinnen posiert oder drapiert wurde. Meistens eben in einer hochsexualisierten Szene, die eben von der Schulleiterin arrangiert wurde. Und jetzt aus dem Roman nochmal ein Zitat. I had to pose in a very interesting tableau. Standing naked on a little platform with a stout long staff in my hand and a pretty Parisienne in the nude crouched at the base. Also er wurde einfach mit einem langen, starken Stock ausgestattet, sollte sich eben über eine hübsche Pariserin stellen, die eben also auf der Plinthe da niederlag. Genau. Der Roman ist eben insgesamt ein Einspruch gegen eine solche Primitivierung oder auch Sexualisierung, wie man sie auf Kunst bezogen auch bei Hausenstein sehen konnte. Bei McKay entsteht eben das Primitive eben nur dann, wenn dann diese sogenannten traditionellen Kulturen mit kapitalistischen Prozessen überhaupt erst in Kontakt kommen, dadurch die Zerstörung ihrer eigenen Gebräuche erleiden und dann ihre Fähigkeit zu gemeinschaftlicher Interaktion erst in diesen neuen Räumen überhaupt erst wieder entdecken müssen,
neue Rituale erfinden, Lebensformen erfinden, die aber natürlich zeitgenössisch sind und nicht als imaginäre in eine Vorzeit gebannt werden. Genau. Insofern ist es aber natürlich auch symptomatisch, während Hausenstein in Arbeit eben noch ein Band der Gemeinschaft sah, ist das Arbeit das Letzte, worum sich diese Boys natürlich scheren. Alle die hier vorgestellten Ansätze hantieren also mit den Begriffen des Lebens, des Vitalen, unterscheiden sich aber, und das jetzt vielleicht als noch mal Zusammenfassung, radikal in ihrem Einsatz. Das Tragische war die unvermeidliche Wendung eines negativen Prinzips gegen eine zuvor aufgebaute Positivität, die sich dann einfach quasi automatisch gegen sich selber wendet. Das Ancestrale bei Senghor war eine generative Kraft vor dem Hintergrund eben der ganzen Erfahrung einer durch Sklaverei und Kolonialismus zersplitterten Gemeinschaft. Und die dritte Form ist eben eine Affirmation, die in dem Sinne keine vitalistische ist, als sie nicht von der Idee einer ursprünglichen Lebenskraft getragen wird, sondern eben eine Bejahung ist einer immer schon entfremdeten Situation, wie bei Claude McKay. Es ist eben keine Situation bei McKay, die die Erfahrung des Kolonialismus negiert und eine Lösung im Außerhalb sucht, sondern eben ähnlich wie bei der Negritude, und auch Senghor hatte McKay als mit dem Mitbegründer und als den eigentlichen Vertreter der Negritude gefeiert, der eben genau durch diese Erfahrungen und durch diese Bedingungen hindurchgegangen ist. Und selbst wenn es jetzt vielleicht etwas abwegig scheint, zum Schluss möchte ich kurz auf den Philosophen Spinoza eingehen, weil ich finde es eben tatsächlich sehr interessant, diese unterschiedlichen Formen von Lebenskraft, Nicht-Lebenskraft, Blockierung, Hemmung, welche Rolle kann das eigentlich in Fragen des Politischen spielen, womit man ja auch bei einer aktuellen Debatte sein könnte. Jedenfalls hat Spinoza schon im 17. Jahrhundert gewusst, und hier zitiere ich die Philosophin Katja Diefenbach, dass je stärker sich die körperlichen Verhältnisse zwischen Menschen zersetzen, je mehr sie ihrer freudigen Vermögen verlustig gehen und allein von Einschüchterung, Gewalt, religiöser und politischer Demagogie zusammengehalten werden, umso imaginärer und irrationaler die Ideen, die sich von ihrem Zusammensein bilden, umso ressentimentgeladener ihre Tätigkeiten und umso eskalatorischer ihr nationaler und theologischer Hass. Also diese Form der, ja, sagen wir mal, dieses Verlustiggehens der freudigen Vermögen, was dann in relativ imaginäre oder irrationale Ideen abdriftet, denke ich, konnte man vielleicht ganz gut bei Hausenstein sehen, oder die Projektionen auf Afrika, was dies in dieser Zeit gewesen sein sollte, die dann in einem, ja, Lamento der Passivität und Traurigkeit ändern. Entgegengesetzt zu dieser dann eben doch Negritude im weitesten Sinne, was eben erst eine Feier ist, die eben unterschiedliche Formen afrikanischen Lebens feiert. Hausensteins formuliert vor allem eben das Leiden als ein Leiden des Westens an sich selber. Bei Negritude ist die Erinnerung an das Leiden die Voraussetzung, um eben tatsächlich zu so etwas wie einer positiven Gemeinschaft zu kommen. Damit beende ich. Das war eigentlich schon das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne Leeb. Ich finde, das fand es einen ganz, ganz tollen Vortrag. Ich habe mich sehr gefreut, das nochmal und anders und noch weiter ausgeführt zu hören. Mir gefällt unglaublich gut die Art, wie du formulierst und wie das, wie auch dieses Denken, dieses Herangehen auch. Und deswegen war das auch die Idee, eben warum eigentlich damit nicht anfangen, auch im Hinblick auf unser Museum Global-Projekt, wo wir ja auch uns ständig irgendwie an
anderen Orten anderer Kunst reiben und da eigentlich dann nochmal in die eigene Kulturgeschichte, in die Wissenschaftsgeschichte, in die zurückzublicken, das finde ich einen ganz, ganz fruchtbaren Ansatz. Und deswegen möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen, auch für dieses Buch, die Kunst der anderen. Also das kann man wirklich nur sehr, sehr empfehlen, das in dem ganzen Zusammenhang auch unseres Projektes sehen. Jetzt ging das sehr in Details auch und ich möchte mal fragen, ob in die Runde schauen und fragen, ob es da Fragen, Nachfragen gibt, Kommentare gibt. Mein Leopold Senghor spielt hier in unserer Ausstellung eine wichtige Rolle in der Mikrogeschichte, die in die 60er Jahre führt, nach Nigeria und Senegal. Gibt es eine Frage? Ja. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte noch eine Frage zu dieser Ähnlichkeit zwischen Negritude und Hausenstein und diesen primitivistischen Diskursen. Ist es nicht auch so, dass die Negritude-Bewegung auch, also die entsteht ja auch nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja diese Inspiration auch gerade durch Frobenius, der ja auch diese Idee eines vitalistischen, vorkolonialen Afrikas hatte. Das wird dann natürlich anders gewendet, aber ist es nicht auch also interessant zu denken, dass auch diese Ideen auch schon in einem Austauschraum entstanden sind und dass es eben nicht darum geht, dass da war die Negritude und da war die primitivistische Bewegung, sondern dass es da sozusagen auch schon so einen Ideenfluss gibt, der dann aber anders gewandt wird. Ja, ja, nee, das ist ein sehr wichtiger Kommentar, weil es natürlich genau um diese Form auch der Aneignung und Umwidmung geht, ne? Und natürlich sowohl Hausenstein partizipiert an einem bestimmten Diskurs, der eben tatsächlich, und Frobenius war auch Spengler Schüler, also das ist alles schon so ein relativ ähnlicher Diskursraum, während wer den Namen vielleicht nicht kennt, eben ein deutscher Ethnologe, der eben tatsächlich derjenige war, der sowas wie eine afrikanische vitalistische, eine Seele, eine afrikanische eigene Kulturseele begründet hatte, das Konzept einer der, ja, oder wollen Sie es sagen? genau, der halt ja eigentlich in seiner Zeit der Erste war, der eben Afrika nicht mehr als diesen dunklen Kontinent beschrieben hatte, sondern extrem hochgelobt hat und als ein, ja. Und das haben natürlich eben tatsächlich, dieses Buch wurde dann auch zirkulierte in Paris in dieser Zeit und war tatsächlich für Senghor und andere, die das gelesen hatten, wie so ein Aha-Effekt, weil das für die der erste Autor war, der positiv über Afrika schreibt. So, dann gibt es natürlich tatsächlich, und ja, und wiederum bei Senghor ist es eben tatsächlich eben auch interessant, also der hat sich auch von tatsächlich französischen, zeitgenössischen Philosophen wie Henri Bergson, der eben genau diesen Elan Vital und die Frage der tatsächlich so eine vitalistische Lebensphilosophie begründet hat, eigentlich inspirieren lassen, auch noch andere Quellen benutzt hat. Er hat auch sogar diese Rasseschriften von dem Gobineau gelesen, was sozusagen so der Streitpunkt immer war, inwieweit ist tatsächlich diese Negritude dann eben auch ein bestimmtes, ja, also inwieweit ist Gobineau oder ein bestimmter rassistischer Begriff von Negritude eben doch im Sinne oder verführt dazu, dass man Negritude als Essentialismus denkt. Und das war aber in der Zeit, genau, insofern haben Sie total recht, also diese Konzepte wurden natürlich auch immer angeeignet, umgewidmet, versucht für den eigenen Diskurs produktiv zu machen. Und deshalb war ja so ein bisschen die Frage, und die ist letztlich bis heute umstritten, ob man eben aus einem Prinzip, was aus so einem essentialistischen, rassistischen Denken, und das war bei Frobenius auch nicht anders, der wiederum auf Afrika projiziert hatte, weil er fand, dass eben vor allem die deutschen Kolonien, also Ostafrika, mit den Deutschen viel seelenverwandter sein als in Westafrika, die nämlich so zivil, also da gab es so einen französisch-deutschen Krieg wiederum in seinen Schriften. Egal, aber genau, wo es eben darum geht, kann man eben damit eine Revolution machen, wenn Begriffe sowas anhaftet. Und das ist natürlich eben interessant, es gibt natürlich eine irre Eigendynamik und deshalb ist es eben für mich auch immer gar nicht so wichtig,
Gibt es irgendwie sowas wie eine originäre Bedeutung von etwas, sondern genau, wie wandern diese Begriffe, wie werden sie umgedeutet, wer benutzt sie eigentlich für welchen Kampf, aber auch aus welcher historischen Situation sind natürlich diese Konzepte dann eben auch, wurden sie verwendet, hatten sie einen politischen Einsatz, hatten sie eben dann wie bei Hausenstein eher so einen traurigen Einsatz, genau, um solche Fragen, also zumindest finde ich das sehr spannend, wie man es diskutiert und vielleicht, das könnte man ja fast ein bisschen mit dieser hochaktuellen Debatte um Restitution vergleichen. Egal wie Macron das gemeint hat, das wird jetzt schon Selbstläufer sein. Also das ist jetzt einfach in der Welt. Und egal wie er es gemeint hat, aus welcher politischen Situation, mit welchem ökonomischen Kalkül der das geschrieben hat, es ist schon Selbstläufer. So, ne? Und genau, das wird wieder ein neuer Prozess von Aneignung, Umwidmung, Selbstbestimmung, Transformation, wie auch immer sein, genau. Ja, gibt es. Also ich fand es gut, dass du das gerade noch erwähnt hast, diese ganz neuen, jüngsten Entwicklungen ja, inwiefern da auch diese Denkfiguren aus den 20er Jahren, die ja wirklich aus so einer vitalistischen Philosophie irgendwie entstanden sind, also dieses Denken, dass ein Volk ermüdet sein kann, diese tragische Erschöpfung, also das ist ja irgendwie, das sind schon ja sehr, sehr, sehr mächtige Denkfiguren, abwegig auch, erscheinen, mögen sie uns erscheinen, aber ich habe auch bei vielem, was heute Abend was gesagt wurde, musste ich auch denken, dass diese ganze Rekonstitutionsgeschichte, die wir jetzt gerade erleben, inwiefern das da auch irgendwie um so eine ähnliche Haltung gehen mag. Wer positioniert sich wie, aber würde ich einen wahnsinnigen Schritt machen, wenn ich denken würde, darüber, was uns Walid Rath immer wieder vorträgt, wie der französische Staat im Louvre Abu Dhabi sich engagiert und wie da wo auch ganz vitalistische Ideen aufgerufen werden und wo es eben auch um ein Überleben geht, auch von Europa im Grunde auf einer ganz anderen Stelle der Welt. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit Purzelbaum geschlagen. Ja. Vielleicht doch nochmal schnell zu Senghor zurück. Also was ich so wahnsinnig interessant fand und was ja eigentlich heute auch wieder, wird er ja so wiederentdeckt, auch von den stärksten Kritikern, also Huizinga, Frantz Fanon, die ihn schon ganz, ganz früh kritisiert haben. Und ich glaube, man tut ihm Unrecht, wenn man ihn sozusagen auf dieses Essentialistische reduziert. Weil was ich total interessant fand, und das wäre ja auch das gewesen, was an ihren Vortrag sich anbinden lässt, ist dieses wirklich Propagieren einer Gemeinschaft, die er mit diesem Konzept der Civilisation universelle, also einer wirklich Weltgemeinschaft, visioniert hat, die als Gegenmodell zur europäischen Moderne, die ja so massiv war, ins Feld gezogen hat und was Sie ja auch angeführt haben, was so stark war, dass man irgendwie ein Gegenkonzept schaffen musste und was eben als Idee vorsah, all die positiven Eigenschaften zu versammeln in eben dieser also Kulturgemeinschaft. Und das finde ich eigentlich das, und das ist auch das, was ja Huizinga heute dazu geführt hat, nochmal drüber nachzudenken, dass man vielleicht ihn doch nochmal anders lesen sollte und nicht auf diesen Rassisme, Antirassis reduziert, wie es Sartre ja mal in einem Vorwort von seiner Konzeption sozusagen eingeführt hatte. Und ich glaube, das ist irgendwie so diese Kraft, die man ihm sozusagen mitgeben muss, auch wenn es dann, wie Sie ja wirklich angeführt haben, in Senegal zu einem wirklich Kunstsystem geführt hat, was etabliert, aufoktroyiert wurde und was wirklich so zwanghaft eigentlich ein Kunstkonstrukt war. Aber das finde ich so als vor diesem Hintergrund dieser Gemeinschaftlichkeit nochmal als eine Vision ganz interessant. Also ja. Heute. Ja, ja. So, also das. Nee, Sie haben da völlig recht. Und deshalb fand ich das eben auch nochmal sehr gut, wie Membe das zusammenfasst. Der sagt, das ist eben nicht nur, dass diese Lebenskraft nicht eine ist, die sich eben per se auf quasi positive
Eigenschaften bezieht oder so, sondern eben auch durch eine Erfahrung auch der, ja, der Gewalt auch hindurchgegangen ist. So, ne? Dass man da eben nicht wieder im Faschismus dann so nur die positiven Kräfte, die irgendwie die, oder die lebendigsten Kräfte irgendwie aussortiert, sondern letztlich eben eine Erfahrung teilt, die eben durch diese, klar, zurückgehend auf ein vorzeitliches Afrika, aber dann diese ganzen Prozesse, diese ganzen historischen Prozesse eben auch durchgemacht hat. Und das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich schon eine extrem interessante oder sehr wichtige Idee, gerade wenn man natürlich auch heute fragt, welche Subjekte werden eingeschlossen, wer wird ausgeschlossen, welche Erfahrungen teilt man, welche nicht. Und gerade, ich war neulich auch bei einer Konferenz, da wurde auch nochmal diskutiert, ja, brauchen wir, ich meine, das sind immer sehr, sehr abstrakte Konzepte, aber brauchen wir eine neue Denken des Kosmopolitismus, was ja immer wieder kommt, aber gerade eben auch in Zeiten, wo eben zunehmende Nationalstaatsbewegungen, zunehmendes Auseinanderdriften und so weiter, gibt es eben doch noch ein Denken des Gemeinsamen. Und das war tatsächlich ja, was auch Senghor und viele andere in der Zeit auch propagiert hatten, dass es darum geht, eine bessere Menschheit irgendwie zu finden oder zu kreieren. Ja, gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Wenn das nicht der Fall ist, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, ganz herzlichen Vielen Dank, schön, dass Sie so zugehört haben. Danke. Und tatsächlich danke Ihnen auch. Ja, danke. Genau.